Wir nähern uns dem Ende des Jahres. Wie seht ihr in das Jahr 2023? Welche Prognosen habt ihr? Mit absoluter Zuversicht. Die letzten Wochen, Monate muss man eigentlich sagen, haben gezeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit eine unglaubliche Dynamik gewonnen hat, unglaublichen Auftrieb gewonnen hat. Dank euch gibt es ja Plattformen wie die GBB auch schon lange in Österreich. Die Themen, die wir hier bearbeiten, sind ja tatsächlich auch nicht neu. Aber jetzt ist auch der regulatorische Druck da, der auch manchmal notwendig ist. Und wir erleben es gerade auch in der Gesetzgebung, dass hier Impulse gesetzt werden. Das erneuerbare Wärmengesetz ist jetzt eben in die Beschlussfassung gegangen. Wunderbare Sachen, die hier passieren. Und klarerweise hat das für uns als Dresden Sommer auch Impulse. Wir werden viele Projekte erleben. Wir werden viel sozusagen notwendiges Adaptieren der bestehenden Gebäudestruktur erleben. Und das ist natürlich auch für uns geschäftlich gut. Nein, ist nicht das leichteste Jahr, vor allem bei Budgetierung ist eine Herausforderung für 2023. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite als ÖGNI haben wir natürlich riesige Vorteile. Wir haben viel Rückenwind, das wird sich 2023 nicht ändern. Ich hoffe nur, diese Verwerfungen der Weltpolitik, der Wirtschaftspolitik, dass die nicht weiter durchschlagen, sondern sich eher wieder einem normalen Niveau annähern. Das wäre der Wunsch. Dann wird 2023 ein hervorragendes Jahr für die Immobilienwirtschaft und für die ÖGNI. Was wir sehen oder was wir glauben zu sehen ist, dass es, wir sind ja in 16 Ländern tätig, dass wir ähnlich wie in 2008 nach Lehman 2009 zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten zusammenbekommen werden. Wir glauben zu sehen, dass es in Südosteuropa, wo wir auch noch mehr von wirklichem Bedarf und weniger von Anlageformen in der Immobilienwirtschaft reden, glauben wir, dass Südosteuropa zumindest das Jahr 2023 auf dem Niveau 22 in einer gewissen Seitwärtsbewegung sein wird. Wir sehen allerdings doch mit großer Sorge auf den österreichischen Markt für 2023. Also 2023, wichtig ist erst einmal die Erfassung des Carbon Footprint für 2022. Und darauf basiert dann auch wieder unsere Analysen, wie wir im 23 versuchen, noch mehr Reduktion hinzubringen. Es ist zwar immer ein laufender Prozess, aber nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo wir die Zahlen wieder auf dem Tisch haben, geht es darum, haben wir uns verbessert, wo sind Potenziale und wo sind noch Lücken, die wir schließen müssen. Generell ist es so, also Glasfaser ist ja in aller Munde. Es werben einige größere Gesellschaften damit und es ist ja wirklich auch die Zukunft im Breitbandausbau. Da es ja nach oben hin offen ist, das heißt, man bringt riesige Bandbreiten drüber. In den letzten Jahren hat sich das einiges getan, verstärkt auch natürlich durch die Pandemie. Da ist man darauf aufmerksam geworden in Zeiten von Homeoffice, dass man eben diese Bandbreiten eben braucht. Und es ist natürlich auch zum Glück von der Politik gewollt und schwerst gefördert, also dass man eben diese zusätzliche Infrastruktur schafft. Und es wird eben die nächsten Jahre, blicken wir eigentlich sehr zuversichtlich in die Zukunft, da es immer mehr wird und immer mehr Gesellschaften daran teilnehmen und natürlich auch das nötige Geld dazu zur Verfügung gestellt wird und auch immer mehr, also aus der Privatwirtschaft, Kapitalgeber eben einsteigen, um an diesem Breitbandausbau teilzunehmen. Und wir erwarten natürlich auch 2023 und die Jahre danach ein weiteres Wachstum in diesem Bereich. 2023 wird ein spannendes und herausforderndes Jahr. Man muss so ehrlich sein und sagen, zwischen Rekordergebnis bis hin zur Insolvenz ist aus heutiger Sicht alles möglich. Natürlich arbeiten wir darauf hin, dass wir ein gutes Geschäftsjahr weiterhin haben, aber keiner kann die politischen Entwicklungen vorhersagen, kann die ganze Rohstoffsituation vorhersagen, die Preisentwicklung vorhersagen. Und wir haben einerseits sicherlich heute eine Entwicklung, dass eine Investitionsbereitschaft besteht, eben aufgrund der hohen Inflation. Ja. Auf der anderen Seite aber Finanzierungsvorschriften, die sowohl den Neubau als auch die Sanierung praktisch unmöglich machen, vor allem für Private bzw. für Genossenschaften und Bauträger oder Hausverwalter unwirtschaftlich machen, sagen wir es einmal so. Sehr gespannt, sehr sensibel auf alle Marktteilnehmer achtend. Ich glaube, wir sehen 2022 derzeit noch ein bisschen eine Schockstarre. Jeder wartet ab, sitzt ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Das heißt, sehr wenig Transaktionen, sehr wenig Sicherheit über Preise, wo sie wirklich liegen. Es wird viel darüber geredet, aber es gibt keine signifikanten Transaktionen, die irgendeinen echten Preistrend vorhersagen oder verifizieren.
Liquidität kommt trotzdem massiv zu den Investoren. Das heißt, die Frage ist, wie werden sie sich verhalten? Ich glaube, dass 2023 ein besseres Jahr wird, als die meisten glauben. Es wird natürlich ein bisschen von den politischen Geschehen auf unserer lieben Erde abhängen. Aber ich glaube, dass es ein spannendes Jahr wird. Die Themen, die hier diskutiert werden, die Nachhaltigkeit, sind natürlich die führenden Themen in der Projektentwicklung. Und ich glaube, in Zeiten, wo die Immobilienmärkte vielleicht ein bisschen gerüttelt werden, rücken die ganz alten Werte wieder in den Vordergrund, nämlich die Lage. Und man sieht schon, dass in Core-Städten, in Core-Lagen die Märkte stabiler sind. Und viele haben ja in den letzten Jahren überall gebaut und auch gekauft. Und ich glaube, das sind die Themen, die ein bisschen unter Druck geraten könnten. Grundsätzlich blickt man dem sehr positiv entgegen. Wir planen für das nächste Jahr den flächendeckenden Ausbau in mehr als 60 Gemeinden in Österreich, bleiben aber natürlich auch nicht ganz verschont von den Herausforderungen wie Energiekrise und Inflation. Wir sind aber sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben mit unseren Partnern entsprechende Verträge abgeschlossen und uns auch Ressourcen gesichert. Das heißt, ja, wir schauen 2023 trotz allem sehr, sehr positiv entgegen. Für 2023, ja, also wenn man mit verschiedenen Kunden spricht, kriegt man verschiedene Antworten, ja. Ich denke schon, dass wir so Mitte 23 so eine Delle auch erwarten können, wo es dann wirklich aufgrund auch der Bautätigkeiten dann wirklich spürbar wird, dass weniger los sein wird. Wie schlimm das Ganze wird, traue ich mir nicht zu sagen, ja. Ich schaue sehr positiv ins Jahr 2023, weil wir tolle Partner haben. Gratuliere zum 13. Event. Wir sind gut vorbereitet, wir schauen in die Zukunft. Wir haben, glaube ich, die Zukunftsthemen besetzt. Nachhaltigkeit, Regionalität, kurze Lieferketten, vertrauensbildende Maßnahmen. Also wir freuen uns auf 2023.